Hallo und willkommen zurück bei The Mims Beginning. Das erste Let's Play ist durch, das war mehr so ein Tutorial. Und jetzt spielen wir Tag 2. Los geht's. Der Transporter ist mit Kristallen zurückgekehrt. Ja, weil wir haben ja unser erstes Tier im Weltraum verkauft. Jetzt bringen die Mims die Kristalle, die durch den Verkauf des Chronotiers erhalten hast, vom Raumhafen zum PSI-Turm. Sobald das geschehen ist, kannst du sie ausgeben. Schauen wir mal. Oh Mann. Manchmal findet man Kristalllager unter einer Steinschicht. Um diese Schicht zu entfernen, greift man sie wiederholt mit der fissionischen Explosion an, bis sie nachgibt. Denk daran, dass es nur eine begrenzte Menge Kristalle auf der Insel gibt. Das ist diese psionische. Ah, okay. Psionische Explosion. Das wäre das hier, denke ich mal. Oder? Mal abwarten. Oder was ist jetzt? Muss auch das sein. Okay, die Gesteinsschicht ist durchbrochen. Jetzt warte darauf, dass die Mims die Kristalle extrahieren und sie zum PSI-Turm bringen. Hat das doch geklappt. Und jetzt machen wir die wieder ein bisschen glücklicher da. Jetzt können wir hier noch flammen. Flammenring. Verbrennt Dinge, Bäume, Pflanzen und Früchte. Okay. Die sind alle so traurig. Wieso denn das? Könnten wir jetzt nicht, jetzt muss ich mal gucken, in der Zwischenzeit im Lager noch so ein Chrono erforschen. Was können wir noch? Flabbit erforschen. Die Mims haben recht. Du musst ihnen ein Haus bauen. Es wäre schön, wenn es mehr Platz auf dieser Insel gäbe. Aber überall sind Bäume. Feuer ist ein mächtiges Element, um die Flora der Insel zu zerstören. Kleine Feuer zu entzünden oder Gegnern Schaden zuzufügen. Sei vorsichtig, dass du nicht deine eigenen Kreaturen verbrennst. Jetzt sind wir genau nämlich da, was ich vorhin da angeschaut habe. Mims respektieren das Leben und Energie von Pflanzen. Daher fällt ihnen die Zerstörung von Pflanzen nicht leicht, ist aber manchmal unvermeidbar. Schaffe etwas Platz, zerstöre die markierten Bäume mit der Flammenringkraft. Ich hoffe, das geht nicht schief. Okay. Geht weg. So. Oh. Muss ich jetzt dann nochmal? So. Wie du siehst, Feuer ist ein mächtiges Element. Der Baum ist verschwunden und jetzt haben wir mehr Platz, um ein Haus zu bauen. Die Mims haben recht, du musst ihnen ein Haus bauen. Mims mit PSI-Kraft aufzuladen dauert lang und ist nicht sehr effektiv. Sobald du ein Haus gebaut hast, gehen die Mims automatisch dort rein, wenn sie müde sind. Sie regenerieren ihre Energie und leben und machen sich dann wieder an die Arbeit. Ach so, dann sind die wahrscheinlich vielleicht ein bisschen glücklicher. Bauen wir denen mal ein Haus. Boah, wo bin ich denn hin mit dem Haus? So. Jetzt kommt Beten. Beten. Ich muss da ganz vorsichtig mit der Maus. Weil das sonst... Oh. Aber die sind süß, die Kleinen da. Jetzt haben die alle beieinander. Jetzt kann ich denen ein bisschen bessere Laune machen. Na los. Was könnten wir jetzt... Ah, schon fertig. Immer wenn ich was anstellen möchte. Das Haus ist fertig. Die Mims werden sich freuen und sofort reingehen. Denk daran, Häuser funktionieren nicht ohne Elektrizität. Pflanze mehr Biopflanzen, um die Produktion von Biomasse zu erhöhen. Biopflanzen? Wieso nicht so ein Windrad?
Jetzt muss ich da mal ein bisschen rauskommen hier. Es zeigt mir nach wie vor noch immer an, wo ich das Zeug bauen muss. Pflanze noch einen Setzling ein. Das sollte reichen. Okay. Das wollte ich hier. Ach so, die werden dann wahrscheinlich verbraucht. Hoppala! Ich habe vergessen, etwas Wichtiges zu erwähnen. Deine Kolonie reicht. Buchstäblich. Sie kann Tiere anlocken, aber nicht unbedingt freundlich Gesinnte. Oben im Bildschirm siehst du das Geruchometer mit zwei Anzeigen. Erstens, Geruch von Früchten lockt Ungeziefer an. Und zweitens, Geruch von Lebewesen lockt Angreifer an. Ah, das sind wir hier. Fruchtgeruch. Und hier, was haben wir? Elektrizität, okay. Wo sind denn die Viecher? Okay. Weiter geht's. Ach so, jetzt sehen wir das hier. Jetzt ist es gestiegen. Fruchtgeruch. Und hier, ach so, Kreaturengeruch. Jetzt kommt es hervor. Gut. Die Fruchtgeruchanzeige auf deiner Insel ist gefährlich hoch. Je nachdem, wie stark der Geruch ist, lockt das Ungeziefer und Angreifer aus verschiedenen Entfernungen an. Du erhältst Informationen über deine Insel, indem du auf die Schaltfläche oben im Bildschirm klickst. Okay. Inselinformation. Der Fruchtgeruch. Kreaturengeruch. Windstärke. Ah, das ist natürlich dann auch wichtig. Gut. Meine Güte. Wie sagt man das? Kateruhus. 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 Wie auch immer. Neue Ungezieferart entdeckt. Es ist eine langsame und doch unersättliche Kreatur. Sie frisst jede Frucht, die sie findet. Viele Kateruhus sind in der Lage, all deine Früchte zu fressen. Es reist in Kokons, ein Kokons, von Insel zu Insel. Und die müssen wir dann wohl zerstören. Da ist einer. Geh weg. Ein einzelner Kateruhus ist keine Tragödie, aber es kann nervig sein. Sie stoßen auch einen Geruch aus, der andere, viel gefährlichere Tiere anlockt. Du kannst sie loswerden, indem du den Flammenring oder die psionische Explosion verwendest. Haben wir denn jetzt noch mehr? Weitere Kateruhus sind auf der Insel aufgetaucht. Verwende den Flammenring oder die psionische Flamme, ja, um sie loszuwerden, das wissen wir. Wo sind denn die Scheißerchen? Lu, seid ihr. Also ich sehe jetzt gleich mal keinen. Doch, da hinten. Und weg bist du. Bam. Und noch mehr? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Das sieht schon mal gut aus. Und hier? Hubla! Niemand weiß, was schiefgelaufen ist, als die Schiffkatastrophe der Mims passierte. Aber es waren tausende Mims an Bord. Viele hatten nicht das Glück, auf einer Insel zu landen und schwirren nun in Energieblasen durch das Weltall. Mit dem PSI-Turm kannst du eine Kapsel losschicken, um einen Mims zu retten. Aber es benötigt viele Ressourcen, um das zu tun. Wähle deinen PSI-Turm aus und rette einen Mims. Mims. Gut, versuchen wir das. Mims zurückholen. Schicke eine Rettungskapsel los, um einen Mims-Arbeiter aus dem Weltall zu retten. Was passiert jetzt da? Und da ist sie zurück. Okay. Cool. Noch eine wichtige Sache.
Wenn du ein Gebäude an einem falschen Ort platzierst, kannst du es abreißen. Um das zu tun, wähle das Gebäude aus und klicke auf die Abreißen-Schaltfläche. Sei aber vorsichtig, ahnungslose Mims in der Nähe könnten dadurch Schaden erleiden oder sogar getötet werden. Gut, jetzt müssen wir das dann hier abreißen. Abreißen. Du kannst dir deine Ziele ansehen, indem du auf die Schaltfläche oben im Bildschirm klickst. Ja? Oh Gott. Ach so. Baue einen Unterschlupf für die Mims, werde die Katarus oder wie das heißt los. Doch, die komischen Dingens. Jetzt kennst du alle Grundlagen der Mims-Welt. Gratulation. Und wer bist du? Du bist der Präsident. Okay. Dann... was passiert jetzt? Der Captain. Lass uns von hier verschwinden. Das Teil, das wir suchen, ist hier nicht. Hauen die alle ab? So kurz, Präsidenten, alle gehen weg. Hey! Wartet auf mich! Sonst die einen vergessen. Oh nein! Was war das? Ist hier jemand? Oh, der Arme. Ja, da würde ich auch schreien. Oh Mensch. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so netter. Okay, ich erzähle die Geschichte der Mims, aber für erst nur einen Teil. Irgendwo in den Weiten des Sternstaubs existierte einst der Planet Momo, Heimat der sensiblen und fortgeschrittenen Mims. Sie lebten glücklich im Gleichgewicht mit der Energie ihres Planeten. Aufgrund bestimmter Ereignisse, die ich am Ende unseres Abenteuers erklären will, wurden die Mims gezwungen, den Planeten auf zwei riesigen Frachtern zu verlassen. In einem befand sich die DNA-Kugel, ein Relikt von immenser Kraft, das alles Leben auf dem Planeten wiederherstellen konnte. Mitten bei der Evakuierung wurde einer der Frachter von einem Meteoritensplitter getroffen. Er kam vom Kurs ab und flog in die Galaxie. Das Ausmaß der Zerstörung war so groß, dass der Frachter nur träge herumirren konnte. Von Meteoriten getroffen, erreichte er schließlich die Atmosphäre von hunderten schwimmenden Inseln. Irgendwo auf der Oberfläche lag die DNA-Kugel zusammen mit allen Teilen, die für die Reparatur des Schiffes erforderlich waren. Die meisten von Mims schwebten weiter in der Atmosphäre und warteten hilflos auf Rettung, während ein paar Auserwählte die Rettungskapseln erreicht hatten. Die Transporter, die sie konstruieren können, sind kläglich ausgestattet, um die Überlebenden aus der Atmosphäre zu retten. Ihre einzige Hoffnung ist es nun, die Schiffsfragmente und die DNA-Kugel irgendwo auf den Inseln zu finden, bevor sie den Frachter reparieren, zu den anderen Mims gelangen und mit der Kraft der Kugel zu einem neuen Planeten aufbrechen können. Hier ist alles so friedlich. Alles hat seinen Platz und seine Energie, was alles zu einem macht. Obwohl sie viel wussten, haben sie nichts verstanden. Tod und Zerstörung ist alles, was von unserem Zuhause geblieben ist. Dank ihrer... Bitte, weiter. Was für ein Mimskratz. Mims O'Quates. Ach, wir haben... Leider hört niemand auf uns, gewöhnliche Arbeiter. Mir gefällt die Station auch nicht, aber ich habe eine Idee. Lasst uns ein Früchtefestmahl für die göttliche Energie arrangieren. Das wird unsere Probleme vernichten.
Die Stimmen von gewöhnlichen Mims, selbst von den hellsten Köpfen, wurden nie gehört. Vielleicht hörst du sie, wer weiß. Vielleicht vertrauen sie dir dann voll und ganz. Und das sind wir, auf einer neuen Insel. Und wie das weitergeht, das seht ihr im nächsten Let's Play, The Mims Beginning. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.